hatten alle drei einen Geistesblitz. Heute befinden wir uns hier im Palatin in Wiesloch. Herr Schindelmeier, was findet demnächst hier statt? Also hier findet etwas statt, was es so in dieser Form noch nicht gegeben hat. Deswegen sind wir jetzt auch im Geistesblitz. Wir hatten alle drei einen Geistesblitz, nämlich etwas zu machen, was es so in dieser Form noch nicht gegeben hat. Wir wollen den Tag leben und das wollen wir auch zeigen in Bildern mit diesem Haus hier, Palatin, aber auch natürlich mit einem Buch, das die Endgültigkeit des Seins ganz drastisch darstellt. Und das wollen wir in einem Tag, an einem Abend machen, mit einem schönen Essen dazu, schöner Musik dazu. Und da können meine zwei Damen zur Linken und Rechten wahrscheinlich mehr dazu sagen. Aber wir als Palatin, wir bieten den Rahmen und wir bieten eine Idee, die sicherlich so toll ist, dass man einfach kommen sollte und sich einfach mal Zeit nimmt, um über manches nachzudenken, was in der heutigen Zeit und in der Zukunft immer wichtiger wird. Nämlich den Tag genießen. Und jetzt übergebe ich. Dankeschön. Joanna Reimers. Ja, genau. Ich bin Künstlerin und ich habe die große Ehre, hier auch im Palatin meine Bilder vorzustellen. Das wäre dann am 1.10. Um 17 Uhr fängt die Vernissage hier an. Und zwar geht es um meine neue Serie A New Day. Die hing in letzter Zeit oder im letzten Jahr in der Galerie Böhner in Mannheim. Und die ist im Moment zu sehen, sogar in Mailand, ein Teil davon. Und zu diesem Termin sind die Bilder hier zu bestaunen im Palatin Wiesloch. Und wenn ich jetzt zu der Serie etwas sagen soll, was inbegriffen ist oder was meine Intention zu dieser Serie war, so kann ich sagen, dass es darum geht, dass jeder Tag einzigartig ist und dass nichts mehr so ist, wie es mal war, wenn der Tag zu Ende ist. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich diese Serie dann hier zeigen darf. Also ich habe mir auch dieses Mal überlegt, den Rahmen zu meiner Serie A New Day etwas auszuweiten. Ich habe eine sehr gute Autorin gefunden. Ihr neuer Roman, das ist der Roman, der heißt Der Neubeginn, passt sehr, sehr gut zu meiner Serie. Und deswegen habe ich überlegt, dass ich das mit aufnehmen werde. Frau Stefanie Karl. Genau, also mein neues Buch, Der Neubeginn, in Anlehnung auch an diese Serie A New Day von der Joanna, ist so neu, dass ich ihn aktuell noch gar nicht da habe, werde ihn aber natürlich bis Oktober haben, werde dann auch zum ersten Mal daraus lesen, hier im Rahmen dieser Veranstaltung. Wer möchte, es handelt sich um den dritten Teil von meiner aktuellen Thriller-Serie, die in Amerika spielt. Ist unabhängig von den ersten zwei Teilen. Wer aber schon möchte, kann gerne den ersten Teil schon mal lesen. Das wäre der hier, heißt Für Samantha. Ist aber unabhängig, kann man auch gerne mit dem dritten Teil starten, wenn man erstmal vorbeikommen möchte, zuhören möchte. Ich werde an diesem Abend ein paar Szenen aus dem neuen Buch vorlesen. Und Spannung ist garantiert. Herr Schindelmeier, wie wir gehört haben, hier ist eine Kunstausstellung, hier ist eine Autorin mit einem tollen Buch und jetzt gibt es natürlich auch noch ganz viel besondere Sachen hier im Palatin, Leckereien und andere Überraschungen. Dafür steht das Palatin. Also jeder Tag bei uns ist sowieso anders und wir schließen den immer anders ab, aber immer mit einem lachenden und einem frohen Gemüt, weil wir uns auf den nächsten Tag und auf das nächste schon wieder freuen. Tolles Essen, gute Getränke und eine Einmaligkeit. Also ich bin schon gespannt, wie diese zarte junge Frau blutrünstige Thriller schreiben kann. Ja, und auf der anderen Seite eine wunderschöne Künstlerin mit tollen Bildern. Da habe ich schon reingeschaut. Also ich freue mich auf diese Veranstaltung. Und ich denke, es werden viele, viele Menschen kommen, weil diese Freude muss einfach übertragen werden. Jetzt fragt sich natürlich der Zuschauer, Palatin, wo ist das? Was ist das?
Palatin, das Palatin in Wiesloch, Ringstraße 17 bis 19, Wiesloch, die Stadt mit der ersten Tankstelle der Welt und mit der ersten Veranstaltung in dieser Art. Also Geschichte wiederholt sich. Hier gibt's genügend, hier gibt's auch ein Hotel. Wenn man von weit her kommt, man kann hier übernachten. Man kann hier übernachten. Wir werden für diese Veranstaltung auch einen richtigen guten Preis auswalten, der eigentlich, wo man sich nicht überlegen muss, bleibe ich da? Natürlich bleibe ich. Ne? Natürlich trinke ich was, ich esse was und genieße das wunderbare Frühstück am nächsten Tag. Und dann habe ich einen Tag beschlossen, der einmalig war. Ja, die komplette Veranstaltung wird grandios musikalisch untermalt. Und zwar haben wir Live-Musik. Auf der Bühne wird der Bernd Rinser für uns singen, performen und für richtig gute Unterhaltung sorgen. Und ja, also ich freue mich drauf und ich denke, das wird ein richtig schöner Höhepunkt dann auch nochmal. Und ganz wichtig, Eintritt frei. Also Eintritt frei. Man muss sich nur für das Buffet ein bisschen anmelden. Weil das ist nicht frei, aber Eintritt ist frei. Na? Dass das auch noch gesagt wurde. Ja. Vielen herzlichen Dank für das Interview. Bitte, bitte, gerne. Bitte.